Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Henno Uncut. Meine Damen und Herren, mögt ihr Spiele wie RimWorld oder Prison Simulator? Also komplexe Spiele mit Charakteren, die irgendwie eigenständig handeln und daraus entstehen ganz eigenständige Stories, weil Leute einem auf der Nase rumtanzen und irgendwie versucht man das alles unter Kontrolle zu bekommen, aber auch Charakterentwicklung von einzelnen dieser Charaktere, ich denke da vor allem an RimWorld und auch random Ereignisse, also auch einer größeren Übermap, wo Dinge passieren. Aber auf der anderen Seite mögt ihr vielleicht dann auch Spiele wie Crusader Kings 3, wo alles natürlich sehr viel mittelalterlicher stattfindet und auch Intrigen geschnürt werden können und Stammbäume zählen. Und habt ihr nicht gesehen, wenn ihr all das mögt, ey, dann schaut euch Norland an. Das ist ein Spiel, was dieses Jahr wohl noch rauskommt. Ich habe jetzt hier gerade die Demo zur Hand. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ins Getümmel. Weil ich denke, ich habe jetzt einige Zuschauer hier auf diesem Kanal angefixt. Wir lassen uns einmal das Spiel erklären. Ich habe das Tutorial jetzt schon einmal gespielt, aber ich möchte das gerne einmal mit euch durchgehen. Einfach weil ich glaube, dass das Spiel recht knackig gut erklärt. Also, in Norland startet ihr mit einem kleinen Dorf. Und euer Ziel ist es, dieses Dorf aufblühen zu lassen. Soweit, so gut. Man hat... Jetzt soll ich erstmal hier kurz die Kamera... Ja, man kann raus, zoom rein, zoom WASD. Also, ne, man hat hier so eine eingezäunte Map, ähnlich wie bei RimWorld. Darauf findet alles statt erstmal. Man hat die Möglichkeit, das Spiel zu pausieren, aber auch auf drei Geschwindigkeitsstufen laufen zu lassen. So, und das Ganze, also die Geschicke dieses Dorfes, steuert ihr eigentlich mit eurem König. Ihr habt einen König und ihr habt noch andere Lords und Ladies oder einen Sohn, einen Prinz, Ingolf. Sowas nach der Art und Weise. So, und wenn ihr nun ein Gebäude verwalten wollt oder irgendwie die Leute steuern wollt, zum Beispiel hier, dass die Leute Gebäude erbauen sollen, dafür klickt ihr bestimmte Gebäude an, zum Beispiel hier jetzt die Halle. Und hier könnt ihr diese jetzt managen lassen von einem eurer Lords. In dem Fall hier Ingolf. Ingolf, wenn wir hier oben doppelklicken, ist der Dude. Und der hat jetzt durchgehend die Aufgabe, die Arbeiter von der Halle ausgehend den Anweisungen zu geben. Das heißt, er macht jetzt hier, ey Leute, ihr müsst anpacken, baut die Gebäude, die nötig sind, um diese Ökonomie dieses wunderbaren Ortes aufzubauen. Dann kommt Fragezeichen, hä, die hören ihm zu und irgendwann haben sie es geschnallt. Und das macht er auf einer regelmäßigen Basis. Hier vergehen Tage und er wird jeden Tag vorbeischauen und den Leuten neu seine Befehle vermitteln. Weil an sich, ihr seht schon, die Leute verfolgen hier ihre random Tagesroutinen, haben alle möglichen Skills oder Gefühlsebenen, die man irgendwie checken muss. Hier zum Beispiel der Ingolf. Wenn ich ihn denn an... Achso, jetzt muss ich gerade das Tutorial machen. Können wir gleich nochmal zeigen. So, jetzt hat er quasi in der Halle die Arbeiter angewiesen, yo, baut für mich Sachen. Jetzt haben wir hier unten natürlich einige Menüs. Zum Beispiel das Baumenü. Und hier bauen wir jetzt erstmal, weil wir Holz brauchen, ein Sägewerk. Und weil wir natürlich auch Nahrung brauchen, ein Feld, wo Getreide gefarmt wird und das wird dann zum Mehl verarbeitet. So, das heißt, eben jene angespornte Arbeiter, die düsen jetzt los und bauen diese Gebäude. Ich habe das jetzt mal ein bisschen verschnellert. Und wenn die fertig sind, dann muss man auch bei diesen Gebäuden wieder einen Lord bestimmen, der dieses Gebäude verwaltet auf täglicher Basis. Und so werden dann irgendwann Lords und Ladies,
Nee, vor allem Lords, ist ja Mittelalter, ihre Tagesroutinen haben. Und manchmal kommen die denen auch besser nach und manchmal schlechter. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. So, jetzt wird das Feld fertig gebaut. Man hat natürlich, aber darauf gehen wir auch noch ein, wir machen jetzt Step by Step unterschiedliche Gefolgschaften. Man hat Sklaven, man hat normale Arbeiter. Und auch die haben alle Befindlichkeiten und müssen gemanagt werden. Aber das eher auf einer makroskopischen Ebene. So, jetzt müssen wir erstmal auswählen, dass meinetwegen unser König, der verwaltet, nee, der Ingolf, der verwaltet das Feld. Und damit der andere auch mal was zu tun hat, ach, hier soll ich jetzt den Ingolf auswählen. Na gut, dann machen die das beide. Dann macht Ingolf beide. Ingolf muss arbeiten. So, der erklärt jetzt erstmal den Leuten, Leute, wir brauchen Holz. Bitte sägt Holz und fällt Bäume, ja? Dass das klar ist. So, und dann gehen die los und fällen Bäume. Und dann geht er zum Feld und sagt, Leute, wir brauchen Getreide. Ihr müsst anpflanzen, richtig schön anbauen. Und dann geht er wieder. So. Tagsüber arbeiten die ganzen Leute natürlich für uns. Vorausgesetzt, wir haben genug Arbeiter. Oder wenn wir zu viele haben, machen die auch andere Sachen. Und abends dann, wenn der Tag vorbei ist, werden die quasi ausgezahlt. Das stellen wir hier alles ein in dem Finanzmenü. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel die Einstellungsmöglichkeiten unter Daily Expenses, dass jeder Peasant, also jeder Dorfbewohner, 5 Gold bekommt. Dafür, dass sie ja für uns arbeiten. Das kann man einstellen. Krieger übrigens auch, da haben wir aber 0. Wir haben aktuell 6 Dorfbewohner oder Peasants. So, jetzt wird hier einmal erklärt, dass die Dorfbewohner oder die Arbeiter, sagen wir Arbeiter, am Ende des Tages oder pro Tag aber auch eine Nahrungseinheit brauchen. Und ab und zu brauchen sie Alkohol. Und je nachdem, wie viel Arbeiter man natürlich hat, muss man gucken, dass man dem gerecht wird oder hinterherkommt. So, jetzt ist es so, dass Mehl aktuell 7 kostet. Das können die sich gar nicht leisten. Deswegen soll man das runterstellen auf 4. Und so können die eine Nahrungseinheit, die anscheinend futtern die dann Mehl, so können die sich das leisten. Ja, dafür haben wir jetzt gesorgt. So, jetzt habe ich ja eben gerade gesagt, dass unsere Lords oder generell Charaktere auch Moods haben, ähnlich wie bei RimWorld. Also zum Beispiel Ingolf, dem geht's nicht gut. Der ist schlecht drauf. Das ist daran zu erkennen, dass sein Rahmen so ein bisschen rötlich ist oder sein Background. Das heißt, wir wählen den mal an und dann können wir hier, wir haben hier 4 Menüs, sehen wir übrigens sein Inventar, haben wir auch das Menü Needs. Und hier sieht man auch seinen Mood. Also dem geht's katastrophal. Der hat halt genug Schlaf und Essen und ist ausgeruht und Sex hat er auch, schön, das freut mich alles. Also das sieht man da, ne? Aber er hat Desires, die nicht erfüllt werden. Das macht minus 160 aus. Und also minus 160 Mut, deswegen ist er bei 0, deswegen geht es ihm übel bad. Hier sieht man auch noch, hier oben ist immer so eine Übersicht. Hier kann man zum Beispiel drüber hovern, sein Mut ist halt bei 1. So, und stellt sich heraus, er hat ein Desire. Das haben die wohl manchmal. Und zwar hat er zu wenig heilige Ringe, womit er anscheinend seinen Status ausdrückt. Ja, also er ist unzufrieden, dass er als Lord zu wenig Ansehen quasi hat. Was wir aber als König machen können, unser König ist quasi unser Hauptcharakter, so habe ich das jetzt verstanden. Oh, guck mal, der Ingolf spielt jetzt eine Laute. Wir können dem, ne, wir wählen Aktion aus, unseren König, und dann rewarden wir den Ingolf mit 5 heiligen Ringen, die wir wohl haben. Wir haben wohl 7. Ne, hier oben sind auch nochmal alle Ressourcen abgebildet. So, und wenn der König Zeit hat, wird er dem jetzt nachgehen. Hier oben sieht man auch immer so eine Taskleiste, die abgearbeitet werden. Und hier sieht man gerade, der König geht jetzt zu Ingolf, sagt, jo, Ingolf, ich habe gehört, du bist traurig. Weltliches Gut ist natürlich wichtig für einen Lord.
Hiermit gebe ich dir die 9 Ringe. Oder 5. Wenn wir zum Beispiel den Ingolf angucken, der hat hier schon mehr Task. Der muss nämlich ja pro Tag das Feld, das Sägewerk und das Lager oder die Halle quasi verwalten. Beziehungsweise da Ansagen machen. So. So viel erstmal dazu. Jetzt wird aber auch, also die Charaktere oder die Lords, das sind übrigens die einzigen Charaktere, die man steuert. Und mit denen versucht man auf alle anderen Gruppen Auswirkungen zu haben, die zu beeinflussen, so rum. Und je nachdem, wie gut die in gewissen Skills sind, die haben nämlich auch Skills, sieht man hier, Intellekt, Trade und so weiter, desto besser sind die in ihren Handlungen. Das heißt, der König hat zum Beispiel 11 Management-Skill und der Ingolf hat nur 9. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei der Lumbermill, kann ich jetzt im Tutorial gerade nicht machen, aber da habe ich immer die Wahl, welchen Lord wähle ich aus, um zum Beispiel das Sägewerk hier zu managen. Und da steht dann auch, der König ist besser darin. Das heißt, es ist produktiver, weil er denen deutlichere Ansagen geben kann. So, jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, Skills von Lords zu erhöhen. So. Das heißt, wir haben hier unsere Nachfolgerin, Tilda. Die ist anscheinend unsere Tochter. Und die soll mal lernen. Aber was soll die lernen? Die soll Knowledge lernen. Nee, wait. Choose training and then select the field of knowledge you want to train it. Achso, also Rhetorik, Economy, Philosophie, Warfare. Da steht dann auch nochmal, was das bringt. Zum Beispiel Warfare. Der Charakter wird besser im Kampf und im Kommandieren. Und wenn ich Economy auswähle, wird der Charakter besser im Handeln und im Management. Das wählen wir mal aus. Und jetzt, jetzt wählen wir, glaube ich, den Lehrer aus. Und das wird der König, weil der 17... Nee, der hat nur 7. Warte mal, Ingolf hat 13 und der König 7? Tatsache. Ja, dann wählen wir Ingolf aus. So, ich werde einmal das Overlay größer machen. Das ist sehr klein. Dann seht ihr auch besser. So. Okay, das heißt, Tilda geht zu Ingolf und Ingolf erklärt ihr, yo, Economy, ich weiß, ist hart. Aber so funktioniert das. Übrigens ist gerade Abend, das heißt, die Leute hören auf zu arbeiten, waren gerade beim Markt, haben da so ein bisschen wie ein Foundation, haben da so ihre Needs abgedeckt. Aber es passiert alles automatisch. Und man kann auch, guck mal, die unterhalten sich jetzt hier. Also da kann man schon auch viel mitkriegen. Aber jetzt, glaube ich, im Tutorial sind wir erstmal anderen Dingen gewidmet. So. Genau. Wenn es jetzt darum geht, neue Dinge tun zu können, wie zum Beispiel bestimmte neue Gebäude zu bauen, braucht man Wissen. Ich glaube, bei RimWorld macht man ja das an dieser Werkbank. Da kann man dann neue Pläne, neue Blaupausen oder so herausfinden. Hier ist es so, man braucht eine Bibliothek. Die haben wir schon. Normalerweise muss man die bauen. Und dann hat man hier einen neuen Reiter, nämlich... War das gerade eine Assassine? Die hatte ein anderes Wappen. Ich glaube, das war eine Assassine, die auf uns angesetzt wurde. Da wollte ich eigentlich noch hinkommen. Also das Spiel bietet sehr viel. Ist jetzt bisher sehr viel Basic-Shit, aber oh, holy shit. Ingolf hat sich gewählt. Die steht auf. Wie finde ich heraus, von wem die kommt und wer das ist? Oder ist das jetzt einfach nur ein Bandit? Die Kaya. Oder ist es hier... Was macht die? Wer ist das? Die chillt hier. Wie haben die sich denn in die Wolle bekommen? Oder ist das mein Wappen?
Ich kann gerade niemanden anwählen wegen dem Tutorial. Okay, also, wir haben einen neuen Reiter Knowledge durch die Bibliothek. Und hier kann man jetzt Sachen erforschen. Zum Beispiel Hopfenfeld und Bier. Da können wir jetzt sagen, okay, das soll bitte jemand lernen. Und dann wählen wir beispielsweise unseren König aus. Und unser König wird fortan als täglicher Task das Bücherstudium haben. Was macht die? Naja, also wenn neuer Tag ist, geht der Bücher studieren. Ist die auch nicht verletzt? Die wurde mit einer Axt zusammengeschlagen. Ja, die ist übel im Arsch. Was macht die denn? Wer ist das? Na gut, jetzt warten wir auf einen neuen Tag, 4 Uhr morgens. Es steht alles rechts unten in der Ecke. Ich kann euch das einmal zeigen. Okay. Die ist ja wild. Ja, als ich das Tutorial eben einmal selber gespielt habe, wo ich mir alles in Ruhe durchgelesen habe, da ist nichts passiert. Also es passiert wohl auch sehr viel Shit. Random. Den man dann nach und nach natürlich versteht, umso tiefer man in die Materie so reinfindet. So. Wir haben ja auch übrigens irgendwelche Obdachlosen und Sklaven und so. Da komme ich alles noch zu. Also, der König wird jetzt in seiner täglichen Routine ab und zu Bücher studieren. Es gibt leider, glaube ich, keinen Progress-Balken. Also man sieht nicht, wie weit er ist. Aber jetzt ist er schon fertig. So, jetzt haben wir neues Wissen generiert. Und jetzt könnten wir eine Mühle... Ach nee, ich habe Bier und so geforscht, ne? Ja. Aber es gibt jetzt das... also wenn man bestimmte Gebäude hat, hat man das Production-Gebäude. Zum Beispiel, weil wir eine Mühle haben, können wir hier jetzt einstellen, wie viel Mehl maximal in unser Lager rein soll. Ja, das heißt, wir brauchen 30 Weizen. Ist Rye Weizen? Ich dachte, Wheat wäre Weizen. Naja, und 60 Mehl wird daraus generiert und dann ist erstmal Stopp. So habe ich das verstanden. Okay. So, jetzt kommen Banditen, Digga. Und den muss man sich natürlich erwehren. Das heißt, es gibt hier unten einen Army-Reiter. Und da können wir Krieger auswählen. Wir könnten Söldner ordern. Die brauchen aber ein, zwei Tage, ehe die hier eintreffen. Wir könnten Peasants auswählen. Warum das nicht geht, ist hier nicht beschrieben gerade. Unfortunate Peasants. Ach so. Okay, also man braucht dann Peasants im bestimmten Stadium. Was heißt unfortunate? Heißt das dann, dass die nicht beschäftigt sind oder so? Weil ich die ja arbeiten lasse alle? Das will ich jetzt einmal wissen. Wissen ist Macht. Ach, Unglückliche. Ja, klar, Fortune ist ja, ja. Klar, ist ja klar. Unglückliche. Aha, oder als Sklaven. So, die kann man jetzt auswählen und zu Kriegern machen. Und dann sind die auch frei. Ja, das sind dann freie Leute. So, und die haben wir jetzt ausgewählt zu Kriegern, dass sie zu Kriegern gemacht werden. Jetzt müssen wir einen Kommandanten auswählen. Der Ingolf ist ziemlich... Unser König ist richtig shit. Der Ingolf ist ganz gut. Der hat 11 Kommandieren. Und jetzt wähle ich all meine Krieger aus, die in die Armee sollen. In diese Kommandantur. Dann wählen wir unseren König auch noch aus. Der kann auch mitkämpfen. Und jetzt gebe ich den allen Äxte. Das sind 6 Leute. Das heißt, ich gebe den 6 Äxte. Und dann sage ich Create. Und jetzt, Tatsache, die war von mir, diese Kaya. Warum hat die den Ingolf angegriffen? Das würde ich gern wissen. Naja, jetzt haben wir hier einen Banner. Also erstmal alle Sklaven werden jetzt, die beiden haben sich schon equipped, aber die Sklaven werden jetzt kommen und sich hier equippen mit Äxten. Zack, 2, 3, 4, 5. So, jetzt können wir das Wappen auswählen und mit Rechtsklick diese ganze Gruppe steuern. Jetzt können wir das erste Mal richtig Leute quasi Echtzeit steuern. So, und jetzt klicken wir einfach Rechtsklick auf das Banditenwappen. Und jetzt gibt es einen Fight. Jetzt beackern die sich schön. Das ist wiederum automatisch. Aber die hauen sie jetzt richtig in die Fresse. Guck mal, da flog eine Hand ab. Die ist schon tot. Oh, da hat es einen von mir erwischt, aber flieht. Sehr gut. Zieh dich zurück.
Ah, die ist hartnäckig. Das ist die Chefin. Nee, nicht. So, ich dachte weiter, das Wappen ist. Alter, wurden Hände abgehackt. Hör, die steht wieder auf. Siehst du das? Ist wieder aufgestanden. Okay, die flieht. Der flieht. So, jetzt hier nochmal feste drauf, Leute. Ne, die blocken auch manchmal. So, zack. Ach, die ist nur down. Und jetzt hacken die nochmal tot. Alter. Okay, wenn so ein Fight vorbei ist, dann werden auch Gefangene gemacht. Was geht da ab? Ach so, die ist geflohen. Kann man jetzt, glaube ich, auch anklicken. Dann sieht man hier die Verletzung. Und dass die homeless ist. Naja, war ja ein Sklave. So, und jetzt? Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, Henno, so weit, so gut. Ich habe es verstanden. Ich habe auch verstanden, wohin das führt. Man wird hier wahrscheinlich durch das Knowledge aus der Bibliothek immer mehr Gebäude bauen können, die Economy ankurbeln, Wachstum, mehr Leute. Aber wohin führt das? So, jetzt ist aber das Ding. Es gibt eine Weltmap. Und hier sehen wir, dass wir unser eigenes, das ist unser Königreich. Das ist jetzt ein bisschen Crusader Kings-artig. Und wir haben hier überall andere Königreiche und Orte, mit denen wir interagieren können. Wir sollen jetzt zum Beispiel einen Gegenangriff vollführen gegen das Banditenlager, wo die gerade herkamen. Da wähle ich jetzt einfach den Squad von Ingolf aus. Und die werden jetzt in Echtzeit sich hier auf den Weg machen, automatisch. Den ignorieren die, warum auch immer. Weil der könnte ja eigentlich versklavt werden. Steht doch eigentlich im Tutorial, dass die es machen, dass Überlebende dann gefangen genommen werden. Naja, so und sobald die hier beim Maprand sind, und das wiederum wie bei Rimworld, den Haken müsst ihr nicht schlagen, dann erscheinen die auf der Weltkarte und moven hier jetzt zu dem Banditenlager. Witzigerweise haben die auch die Mina, Tamina, ne? In Gefangenschaft anscheinend auch eine unserer Töchter. Die müssen wir natürlich befreien. So, wenn die jetzt hier angekommen sind, kann ich hier auf das Kampfsymbol klicken. Dann ist hier unten nochmal eine Übersicht. Ja, die sind zu dritt, wir sind zu sechst. Combat Skill haben wir 7, die ein. Moral sieht man. Je nachdem, wie gut die Anführer sind in Kommandieren, ist die... dann fliehen Leute nicht so leicht, etc. So, und jetzt geht's los, Ackermatch. Ich wähle die an wieder und rechtsklick auf die Banditen. Aber ich sehe deren Lager nicht. Ach doch, da. Schön habt das. So, Abfahrt. Ja, die hauen sie nochmal richtig heftig in die Fresse. Ich finde auch schön, dass das Spiel auch echt brutal ist. Also da geht's richtig zur Sache. Komm, haut da drauf. Schön. So, jetzt sieht man... Kampfzusammenfassung. 2 sind entkommen. Wir haben keinen gecaptured. Also ich stelle mir vor, dass irgendwie, wenn Leute besondere Skills haben, dass sie dann auch eher Gefangene machen. Vielleicht, wenn die gut im Kampf sind oder so. Okay. So, das war super. Jetzt gibt es hier Erfolg. Das Banditenlager wurde zerstört. Die Beziehung zwischen dem König und dem Bischof hat sich verbessert. Also unserem König und dem Bischof. Und mit meinen Nachbarn hat sich die Beziehung um 5 verbessert und wir bekommen Loot. Und auch anscheinend 3 Gefangene? Sind das Gefangene? Sklaven. Wir kriegen 3 Sklaven. Geil. Alter, Ehre. Und Mina wurde befreit. So. Jetzt sieht man hier aber auch auf der Weltmap, während die zurückgehen, es gibt andere Königreiche. Und gerade die Benachbarten sind natürlich interessant. Zum Beispiel Moon Lake. Die haben hier wohl ein Handelsangebot. Da sieht man die Hände. Das heißt, anscheinend steht das dafür, dass wir befreundet sind. Die hier finden uns ganz okay mit Daumen hoch. Also ist die Sympathie anscheinend. Da ist auch alles aufgelistet, woraus sich das ergibt und so. Aber hier oben haben die ein Handelsangebot. Der Haman, das ist der König dort, der will 10 Bier für 80 Gold verkaufen. Der Marktpreis pro Bier liegt eigentlich bei 11. Hier ist er bei 8. Also ist ein gutes Angebot. Steht da auch, um 18% reduziert. So, jetzt könnte ich da draufklicken und sagen, yo, jetzt habe ich hier mein... Ah ne, das ist von deren Familie, das ist quasi deren Könighaus. Also hier die, der König und die Lords und die Kids. Ne? Ähnlich wie bei mir, nur die haben ein paar mehr. Da sieht man auch nochmal, wie die Beziehung steht. Und, oh, die haben arsch viel Geld, wie viel Army die haben und so weiter.
Und dann kann man jetzt hier immer, das ist immer so dieser, in diesen Fenstern, ihr habt die ganze Zeit jetzt schon gesehen, links unten poppen immer Fenster auf, wenn man was anwählt. Und da hat man entweder verschiedene Reiter, eine Übersicht, aber auch eine einen Aktionskasten. Wählt man an, dann kann man hier traden. Wir sehen hier auch schon andere Sachen, ne? Politics, Dark Deeds. Wir können hier einen, den Lord versuchen zu assassinaten, Alter, umzubringen. Wir können Lord kidnappen. Wir können die Bibliothek ausrauben. Wir können die Halle ausrauben. Es ist schon... Also da werde ich spitz, sag ich mal, ne? So, aber wir kaufen jetzt erstmal nur Bier. Und dafür schicken wir einen Boten. This will require ein Papier. Ja, okay. Könnte ich nicht auch einen Lord hinschicken? Ja. Wir schicken einen Boten hin. So. Hier wird nochmal erklärt... das ist schon der nächste Schritt. Okay, also es gibt auch Königreiche, die finden uns einfach kacke. Durch vorangegangene Jahrzehnte, geprägt durch Konflikte, Missgunst, I don't know. Und die, da kann man jetzt zum Beispiel versuchen, einen Lord, der higher ist, also in der Thronfolge steht, dem können wir bestechen. Zum Beispiel geben wir ihm diese heiligen Ringe. 7 Stück. Und das hat dann zur Folge, dass dort eventuell eine Rebellion ausbricht, weil der hier aufbegehrt. Das sieht man, glaube ich, auch an der silbernen Krone, dass er in der Thronfolge steht. Und ich weiß nicht, findet man vielleicht auch heraus, ob der unzufrieden ist oder so? Vielleicht hier? Naja. So, aber generell ist es wohl so, man kann ihm jetzt hier etwas geben. Was steht da? Vielleicht ist das da nochmal besser zusammengefasst, als ich das jetzt aus dem Kopf erkläre. For example, since your king has a high persuasion skill, you can bribe the neighboring higher to the throne with holy rings. Ja. Also. Bribe war bestechen. Genau. Also wir bestechen den mit heiligen Ringen. Es kann auch sein, dass ab einer gewissen Anzahl von heiligen Ringen, also das scheint so ein Key-Feature zu sein, dass er dann einfach auf dem gleichen Rang wie der König ist, je nachdem, wie viele heilige Ringe er hat. I don't know. Naja, also wir geben ihm einfach mal so einen heiligen Scheißring. Und das sorgt dann dafür, dass der minus 111 Loyalität zu seinem eigenen König erhält. Da kommt übrigens der Bote gerade vom Bier wieder. Das ging jetzt über den Tisch. So, und hopefully startet dann da eine Rebellion, was deren Armee schwächt. Was ist das für ein Smiley? Was geht bei ihm gerade? Hat er gerade Sex oder was? Flirtet er? Die sind ja blutbeschmiert. Ist es noch? Warum sind die alle blutig? Was ist hier passiert? Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich möchte gern mehr wissen, was abgeht, was die besprechen. Aber vielleicht ist es auch hier im Tutorial nur noch nicht so ausgeprägt. Oder man erfährt das irgendwie über Eck. Aber ja. So. So, jetzt kommt der Bote und überbringt die, versucht mit 7 Ringen zu bestechen. Kann ich mir das irgendwie angucken? Man kann leider nicht reinschauen. Aber hier sieht man, wie der Progress ist. Aber da weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, ob es jetzt einfach nur eine Wahrscheinlichkeit gibt, ob das gelingt oder nicht. Also ob das auch scheitern kann. Oder, weil da steht ja auch Persuasion Level 18 haben wir, dass man einfach nur einen bestimmten Persuasion Skill braucht als König. Also der müsste jetzt hier beispielsweise Persuasion 18 haben, genau. Und wenn man einfach einen gewissen Schwellenwert erreicht hat, dass man dann diese Aktion durchführen kann und die dann immer gelingen. I don't know.
Nee, bestimmt die Effektivität von Aktionen in Bezug auf Kommunikation und Beeinflussung anderer mit anderen Charakteren. Also ich glaube, es ist einfach eine Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt. Generell kann man wohl auch mit den Nachbarn so interagieren, dass man die besucht mit seinen Lords und mal ein Pläuschchen hält und so. Also es gibt wohl verschiedene Mechaniken, wie man so an das Thema Beziehung und Diplomatie rangeht. So, your messenger delivered the holy rings along with the persuasive letter from your king. And now the not so bright higher believes that he is worthy of the crown. Geil, hat geklappt. So, und der wird jetzt hier bald eine Rebellion anstiften. Das ist ja super. So, jetzt gibt es hier noch den Verweis auf eine Enzyklopädie. Da kann man immer reinschauen. Und das war's dann auch schon mit dem Tutorial, right? Ja, also hier kann man sich nochmal alles angucken, wer der Bischof ist und so weiter. Und das war das Tutorial. So, jetzt würde ich mit euch gerne noch vielleicht kurz in ein neues Game reingucken, um zu gucken, yo, wie ist das ohne Tutorial? Aber bevor wir das machen, möchte ich einmal mit euch den Trailer angucken, damit ihr wisst oder mal seht, wohin das führen kann. Also. Jetzt ist die Musik gedoppelt, ne? Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, wir skippen einfach nur rein. Also, ihr seht, hier ist die Stadt schon einiges größer. Es gibt Religionen übrigens, die sind auch überwichtig. Und es gibt, achso, das ist der Charakter. Charaktererstellung ist natürlich auch wichtig. Startregion auswählen. Die haben alle natürlich besondere Vor- und Nachteile. Und ja, es gibt andauernd irgendwelche random Scheiße. Bestimmte Gruppen in einem Königreich werden unzufrieden, wenn man da irgendwas verkackt. Und ne, sowas wie Rebellionen können auch ausgelöst werden von Nachbarn, die einen nicht mögen. Oder dass Assassinen vorbeikommen, Banditen, was weiß ich. Aber man kann auch alles natürlich zu seinen Vorteilen nutzen. Also ich habe auch gesehen, man kann beispielsweise Banditenlager mit denen so interagieren, dass man die auf andere Königreiche hetzt. So, handeln kann man auch ganz viel, ne? Da handeln, glaube ich, gerade zwei Königreiche. Man kann Städte auch ausrauben. Also, das ist voll was für mich, muss ich sagen. Na, der Henning. So, wir skippen ein bisschen rein. Oh, da hat es richtig gebrannt. Also Feuer können auch ausbrechen, mashallah. Ja, und hier gibt's auf die Fresse. Alter, irgendein Vieh? Jagen die oder so? Also ja, es gibt, glaube ich, vieles, was passieren kann. Und ich glaube, das ist halt so eine Mittelalter-Simulation. Guck mal, hier werden Leute verschleppt. Wo die, und das liebe ich an Computerspielen, wo die Geschichten sich einfach selbst schreiben. Wo es keine vorgeskriptete Geschichte gibt. Und Ausgänge, sondern ich mag es, wenn man so diese Simulatoren spielt. Ja, wo dann einfach selber, keine Ahnung, bei RimWorld gibt es auf einmal eine Alien-Invasion oder so, I don't know. Und das ist dann für mich voll abenteuerlich und faszinierend. So, ich würde sagen, wir machen mal random. 1, 2, 3. Perfekt, Digga. Der hat ein Sternchen in Trade, das heißt, hier ist er effektiver, wenn er darin wahrscheinlich sich trainiert. 17 Persuasion, 17 Intellekt, das ist ziemlich krass. Und 17 Command, Alter, der ist ja übel sick, oder? So, man kann hier alles einstellen, aber mir ist das jetzt erstmal egal. Warte, hier oben ist nur ein Stern, der ist 18, krass. Hier oben ist nur ein Stern und hier unten sind drei Overall Skills. Ach so, die anderen Charaktere, die haben auch noch, ja, okay. Gut, Logo ist mir egal. Abfahrt. So, jetzt wählen. Achso, nee, wir können nur Sparksville auswählen. Wahrscheinlich wegen der Demo. Und hier sieht man aber auch, ne, hier gibt es bestimmte Ressourcen und wie fruchtbar das alles ist. Perfekt. Hier ist ein bisschen werden die Umstände erklärt, in welchem Jahrhundert das spielt und so weiter. Das ist natürlich alles Fantasy, Digga.
Ja, ist mir jetzt auch erstmal egal. Ich werde vor allem erstmal gerade gucken, wieso sich das Spiel jetzt spielt, wenn man das Tutorial im Kopf hat. Weil ich habe natürlich voll viel Fragen und Dinge im Kopf, was ich gerne ausprobieren wollen würde. So, hier ist jetzt irgendwie ein bisschen Plot, ist mir auch scheißegal. So, und jetzt, genau, wählen wir erstmal die Halle aus und die wird schon gemanagt von unserem König. Toll. Ja, dann würde ich jetzt genauso wie eben. Ich habe jetzt andere Menüs. Ach so, hier Knowledge. Ah, Hopfen und Bier, Mine. Ja, hier, Reisfeld und eine Mühle. Learn. No Library. Ach so. Aha, siehste. Okay. Ressourcen können wir ein Rübenfeld bauen und Lumbermill. Ja, dann machen wir hier mal eine Lumbermill. Guck mal, hier ist doch viel besser. Zack. Und Rübenfeld machen wir hierhin. Schön nah an der Halle. Dann können die da direkt auf kürzestem Wege abliefern. So, wir haben auch lange nicht so viele Leute wie eben, glaube ich. Oder? Hier haben die ihre Sklavenhütte oder was? Nee, working. Okay. Ja, whatever. Die Lords haben alle ihre eigene Bude. So, er macht Ansage und jetzt müssen die losziehen. Oha, jetzt gibt es hier wieder First Steps und. Okay. Your first task is to free a prisoner from the forest bandits. Man hat Aufgaben? Hire 5 bis 6 Söldner. Und los geht's. Okay. Captives. If a character loses consciousness during a battle and their squad loses, the victorious warriors tie them up and take them captive. Ja, okay. Ah, okay, die Isa ist hier fangen. Aber wo denn? Sparksville. Achso, das ist quasi genauso wie eben die Startvoraussetzung. Okay, nur dass es dann weitergibt und wir haben keine Library, keine Bibliothek. Okay, baut erstmal ein scheiß Rübenfeld und das Sägewerk. So, dann wird hier gemanagt. Punish? Sex for payment? Was? Okay, nein, ich wollte das Gebäude auswählen. So macht der König. Was macht der hier? Ah ne, macht der Brand, der ist besser. Der Prinz. So. Der macht die Ansage. Und sammelt ihr Holz. Wobei wir haben 445 Holz. Was kostet denn so ein Gebäude? Ist das jetzt viel oder wenig, was ich da habe? 20. Ich habe ja giga viel Ressourcen. Krass. So. Taverne. Hier können die sich ausruhen nach der Arbeit und Alkohol wird da verkauft. Das heißt, da machen wir Geld quasi, wenn wir Alkoholerzeugnisse haben. Hier werden Tränke verkauft. Markt haben wir. Altar. Aha. Und das Warenhaus, das ist quasi das hier, ne? Ja, ich glaube. Oder? Ist das hier nicht das Warenhaus? Hall. In Warhouse. Okay, whatever. Instructions. Was gibt's jetzt? In Norland. Also das finde ich ganz cool. Ich meine, ich lese das jetzt nicht alles vor, weil wenn ich euch jetzt hier mit Englisch Wall of Text hier zutexte, ist das für euch, glaube ich, Kacke. Also für viele von euch. Wahrscheinlich nicht, also lang nicht für alle, aber ne? Ich will ja es ein bisschen so gestalten, dass auch Leute, die kein Englisch können, hier mitmachen können und alles verstehen. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir möglichst nah, achso, das muss noch gemanagt werden. Machen wir auch vom Brand, dass wir möglichst nah eine Bibliothek bauen, damit wir. Alter. Slave Barn. A living space for slaves. Ist das das hier? Dormitory. Dormitory ist das hier. Living space for 10 peasants. Okay. Und ein Peasants House und ein Lords House. Okay. Dann gibt es hier ein bisschen Deko. Können Baracken bauen, Training Ground. Okay, wo ist die? Hier ist die Bibliothek. 40 Holz. Easy. Abfahrt, Leute. Baut es.
Haben wir genug Leute für das Rübenfeld? Wie viel Nahrung haben wir denn? 100 Rüben, 20, okay. Pass auf, ich würde, glaube ich, jetzt wirklich Söldner verpflichten. Hier, 6 Stück für 140. Ah, ne, ist einer, der so viel... Okay, wow. So, 5. Die sind jetzt angefragt, oder? Und das dauert jetzt, ehe die da sind, ja. Okay. Ja, dann haben wir jetzt ein bisschen Geld ausgegeben, das passt. So, jetzt die Bibliothek fertig. Da lernen wir jetzt Feld und Mühle. Das macht der König geil, der hat 17. So, dann gehen wir da hin. Super. So, kann ich jetzt zum Beispiel hier, da ist irgendeine Interaktion. Sehe ich das, was da gerade passiert? Nicht wirklich, ne? Awaiting an object for construction. Okay, das ist ein Bauarbeiter. Oh, warte mal. Finanzen? Nee, alles cool. Eine Rübe kostet 3. Okay. Wir machen minus 35 am Tag. Okay. Ja, ich glaube, ich werde das nochmal in Ruhe zocken und mir hier dann auch alles durchlesen. Weil ich glaube, gerade bei so einem Spiel sollte man sehr entspannt ran, sich Zeit geben. Sich Zeit lassen, sorry. Ist noch früh am Tag hier. Na, geht eigentlich. Und sich schön reinfuchsen. Okay. So, jetzt warten wir, dass die... Oh, was ist denn hier los? Hier, Silverhaven schickt hier Leute rüber. Nee, das sind 2 Könige. Ne, der eine ist von Windpeak. Beide Könige dackeln hier lang. Junge, der hat 16 heilige Ringe. Das ist, glaube ich, krass. Na gut. Freelance Lord. Lol, was? Warte mal. Okay, hier kamen gerade Lords an, die... aus welchen Gründen auch immer ihre Familie verlassen haben und sich keiner anderen angeschlossen haben. Und die können sich uns jetzt anschließen, wenn wir heilige Ringe haben, oder? Und die hier, oder was? Robert ist dabei und Trader. Okay. Aktion, hire a lord. Hire a free lord for 10 days. Ach so. Aha. Okay, und der Trader, was kann ich mit dem machen? Mit dem kann ich handeln. Hoppala, was war das denn, Alter? Das heißt, wir können... Okay, ist auch interessant. Okay, okay. Das ist schon geil. Also, ich habe halt voll Bock, was aufzubauen. Und die anderen Königreiche zu überfallen und zu looten und Leute zu versklaven. Und die arbeiten dann für mich... Und das ist nice. Das stelle ich mir sehr nice vor. Okay. So, die kommen jetzt hier an in meine Halle wahrscheinlich, ne? So, und der handelt jetzt. Das ist eine heilige Karawane, Digga. Ja, dann schicken wir da mal unseren Prinzen hin. Aha, der verkauft jetzt hier Ringe für 17 Tacken nur. Ja, die sind doch geil, oder? 17 Tacken ist doch insane. Haben wir Waffen? Ja, wir haben ein paar Waffen. Wir haben echt ordentlich Startressourcen. Ich denke mal, im fertigen Spiel kann man da alles einstellen. So, ich kaufe jetzt hier alle Ringe. Ist doch klar. Hat das jetzt geklappt? Ach, der... Hä? Was bedeutet das? Hm. Ach, Digga, ich bin links. Scheiße. Scheiße. Gut, dann ist ja alles klar. So, habe ich jetzt ein paar Ringe. Super, warum geht es eigentlich dem König nicht so gut? Okay. Ja. Ich werde jetzt, also mein Plan ist,
dass ich jetzt, glaube ich, auf die Söldner warte. Ich könnte ja natürlich auch Sachen verkaufen. Aber an sich würde ich jetzt auf die Söldner warten. Ich weiß ja nicht, ob die kommen. War das jetzt schon das Go? Oh, shit. Oder, ja, also es hieß, die brauchen 1 bis 2 Tage im Tutorial. Ah, rechts steht auch so, was passiert. Rechts ist so ein bisschen... Ja, okay. Ah, guck mal. Da steht auch, wie viel Prozent der hat bei der Erforschung. 68% hat er jetzt Mühle und Feld erforscht. Okay. Ja, ich würde jetzt, glaube ich, hier noch ein bisschen reinzocken. Und gucken, wie weit wir kommen. Die hauen jetzt wieder rein. Der Lord haut auch wieder rein. Ja, ich brauche den jetzt nicht. Ich habe ja noch nicht so viel zu verordnen, glaube ich. Ich denke, wenn man eine größere Stadt hat, braucht man auch echt Family. Damit, ja, damit hier die auch alles schaffen. Weil ich meine, wenn so zum Beispiel unser König 5, 6 Gebäude managen muss, ist halt die Frage, ob er das schafft alles. Und dann noch Sachen erforschen. Ne? So, was geht hier ab? Wir haben hier übrigens auch Dörfer. Was können wir hier machen? Lol. Wir können hier für 400 Tacken sagen, also wir können Gerüchte streuen, dass man wohl ein Freibier bekommt. Und da kommen mehr Leute. Dann gibt es mehr Migration in den nächsten 2 bis 5 Tagen. What the fuck? Können aber auch ein Village raiden, Alter. Ja, die wollen auch handeln. Die hier sind böse drauf. Mhm. Ja, wir sind halt sehr bad. Wir sind noch am Anfang. Okay. So, dann überstehen wir mal die Nacht. Es kann wahrscheinlich auch irgendwie so wilde Tiere kommen oder so. Gibt's denn hier Tiere? Sehe ich was? Hm. Kann man das so alles anwählen? Nee, ne? Das ist halt bei RimWorld, da kann man echt auf jedes Detail irgendwie eingehen. Das ist sehr krass. Aber okay, so, 5 Uhr morgens, jetzt bei 6 Uhr muss es doch wieder losgehen, oder? Oh, hier haben wir Frühaufsteher. Sind das eigentlich jetzt Sklaven? Genau, woran sehe ich, was das für Leute sind? Hä, hat die die gerade aufgeweckt? Also was bist du? Bist du ein Peasant? Bist du ein Sklave? Nee, ich hab Criminal. Ah, man kann auch Criminals haben. Oh. Total Bandits in Town. Ordinary Criminals. Cutthroats. Okay, ich glaube, wenn man eine große Stadt hat, dann gibt es viel zu tun. Jetzt am Anfang natürlich noch nicht so. Ja, Sklaven habe ich keine. Ich habe nur Peasants. Und ein paar sind homeless. Den sollte ich wahrscheinlich eine Bude bauen. Ich meine, ich habe ja genug Holz. Dann bauen wir denen doch noch eine Bude. So. Abfahrt, Leute. Baut euch eine Bude. Kann man irgendwie mehr? Ah, hier, ein Worker. Okay. Also, jede... Aber das Feld hier, das hat mehr, oder? Ja, es hat 3. Kann man aber auch verteilen. Und man kann auch Priorität geben. Okay. So, das wurde gebaut. Wir können auch theoretisch alles mal bauen. Wir haben so viel Holz. Zum Beispiel Altar. Und wir bauen mal einen Altar. Religion. Was geht da so? Oh. Daily Statistics, World Summary. Wir haben 2 Trade Requests. Und wir können Banditen heiern. Wollen wir das mal machen? Die Forest Bandits. Wo sehe ich die denn? Hm. Gute Frage, oder? Camp of Forest Bandits. Attack. Bribe. Können die bestechen. Na gut. So, was geht jetzt hier? Guck mal, das Symbol macht mich zum Beispiel hier abgetrennte Hand. Will der hier die Hand abtrennen, oder was? Also, wir haben jetzt einen Altar.
Und was machen wir jetzt hier? Ach, wir können den drehen. Nee, moven. Okay, aber anscheinend... Anscheinend freuen die sich, oder? Instructions. Mhm. Muss ich das irgendwie managen? Nö. Hey, beim Altar kann ich legit nichts machen. Ich glaube, es ist einfach nur, dass die... Ja, und da fehlt es mir irgendwie noch. Ich will halt wissen, was abgeht. Was jetzt da ploppen so viele Gedankenfurze auf. Also anscheinend ist es gut für den Mut, oder? Weil es bestimmt ihre Needs abdeckt. Aber ist nicht aufgelistet als Need. Ne? Muss man auch sehen. Und man sieht sich, man sieht jetzt doch Pete. Ach so! The character desires to be assured that the... Build Temples or Tiles. Ach so, doch. Tatsache. Na gut. Das ist ja klasse. Ja, sind die zufriedener. So, jetzt bauen wir eine Mühle. Die bauen wir hier oben. Und Felder. Eins. Zwei. So, Abfahrt, Leute. Geil. Hier werden Rüben gepflanzt. Klasse. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir mehr Leute, ne? Also wie schaffen wir Wachstum? Wirklich nur über Sklaverei? Das wäre insane. Aber ich glaube, man kann schon auch Leute zu uns locken. Ja, Hopfenfeld und Bier, klar. Abfahrt. Das machst du. Das habe ich nicht ganz verstanden, auch im Tutorial nicht. Wird hier nochmal erklärt. Gut. In Ruhe dann nochmal. Es gibt viel zu lesen. Aber ich will jetzt hier gerade mit euch ein bisschen Progress haben. Um zu gucken, was so alles geht. Aber ich glaube, wir schaffen tatsächlich nicht mehr als im Tutorial. Alter, hier wird gekämpft. Oh, da laufen 9 Leute rum. Der hat auch richtig Loot jetzt dabei. Und 5 Gefangene. Eieieiei. Was machen denn meine Söldner? Ich habe das Gefühl, hier passiert nichts. Doch. Ah! Wenn man drüber hovert, steht's. Kommt in einer Stunde an. Ja, perfekt. Klasse. Dann können wir direkt angreifen. Achso, hier Management. Nehmen wir mal Corrigan. Und hier auch. Nee, das war jetzt... Doch, war richtig. So. 6 Migranten sind arrived. Und die Warrior. Ach, echt? Ach so. Okay, also es gibt einfach wahrscheinlich jeden Tag um 18 Uhr passiert was. Entweder georderte Söldner kommen an, ein Händler kommt oder neue Migranten. Neue Leute, die ins Dorf kommen. Ist doch geil. Die können direkt arbeiten. So. Ja, klasse. Dann haben wir jetzt 20 Leute. Was machen die? Ich höre Würfelgerassel. Okay, aber wir können jetzt eine Armee bauen. Corrigan ist der krasseste. Und die bewaffnen wir mit Knüppeln. Oh. Shit. Das war Rechtsklick, das war falsch. Die. Zack. So, Armor habe ich leider nicht. Könnte man beim Händler gleich noch kaufen? Ja, das gucke ich mal. Ich gehe mal in den Invest. So, Händler, komm mal an. Vielleicht verkauft er irgendwie Rüstung. Trade. Brian. Wir bekommen übrigens 30% bessere Deals, weil wir so viel, weil der Trade-Skill-Unterschied so hoch ist. So, können wir jetzt hier Sachen zum Beispiel auch verkaufen vielleicht? Ah, nee, guck mal, hier. Rüstung. Heavy Armor. Ja, das ist vielleicht übertrieben. Light Armor. Nein. Aber den Söldnern gebe ich ja keine Rüstung, oder? Ja, das ist dumm. Aber generell kann ich das schon mal kaufen. Für meine eigene Armee. Geh nochmal hin, Brian. 2, 3, 4, 5. Ja. Oh, das kostet richtig viel. Und Tribut zum...
Aha, habe ich hier Abgaben zu tätigen? Ja, wir machen das mal. Gut, dann greifen wir jetzt an. Habe ich. Ach, die Armee, ich habe das immer noch nicht. Ich musste, glaube ich, auf Create klicken. So. Jetzt greifen wir hier an. Klasse. Equippt euch. So, die Söldner, die sehen auch so aus, als hätten die Light Armor. Okay, Abfahrt. Jetzt machen, also ist ein bisschen. Ja, nee, eigentlich ist gut. Also wir machen jetzt das gleiche wie im Tutorial nochmal, ist sogar die gleiche Lage. Aber ist ja gut. Ich hatte gedacht, dass man jetzt vielleicht die Ausgangslage. Ich meine, die ist ein bisschen anders. Wir mussten eine Bibliothek auch erstmal bauen und so weiter. Alter, sind die lahm. Ich habe hier auf mal 3 gestellt. Sind die irgendwie nachts langsamer? Naja. Aber dann würde ich sagen, greifen wir vielleicht auch mal einfach so ein anderes Dorf an, oder? Das würde mich mal interessieren. Aber an sich, ich glaube, würde ich das Spiel jetzt erproben wollen, würde ich ganz vieles erstmal ausprobieren, aber vor allem würde ich, glaube ich, versuchen, ganz viel Sklaven zu machen. Ja, und die dann zu Soldaten einfach ausbilden. Und ich meine, wir können ja auch eine Mine bauen. Achso, und ich würde natürlich versuchen, Produkte zu erzeugen in meinem Dorf, die ich dann bei Händlern immer verkaufen kann, sodass ich richtig schön Kohle mache, um dann gutes Equipment zu kaufen. Das wäre so mein Plan. Geil. Keine Gefangenen, schade. Doch, 3. Okay. Ja, geil. Dann zurück. Isa wurde befreit. Hammer. So, ist der tagsüber schneller? Jetzt ist 5:30. Jetzt ist 6. Aber guck mal, da ist auch so ein Pfeil runter. Krass. Wir sind einfach giga langsam. Viel langsamer als im Tutorial. Okay, macht aber auch Sinn. Sind ja weite Strecken. So. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt noch einmal. Ich würde jetzt einfach mal alle formieren zu Kriegern und ein Dorf angreifen, eine andere Stadt angreifen. So, warte. Ja, ich habe halt From Peasants. Ja, wir müssen halt. Wir müssen die halt unhappy machen, ne? Na gut. Oh, das ist eine Fanatikerin. Okay. Ja, die haben jetzt so Kappen auf. Nee, das liegt nicht daran. Okay. Weil sie ist eine Fanatikerin. Okay. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay, aber wir haben jetzt auf jeden Fall 3 Sklaven. Oder zumindest Gefangene, die wir jetzt gerade ins Dorf bringen. Ne? Die können wir doch dann. Können wir die Banditen direkt dann. Oder muss man die Gefangenen erstmal schmoren lassen? So, hier kommen die zurück. Oh, und da, guck mal, das sind die Sklaven. Oder nicht? Aber wird immer noch. Ja, doch. Krass. Das heißt, sie kommen jetzt auch nicht in den Knast. Sklaven. Hier wird nochmal alles erklärt. Okay. Ja, gut. Wahrscheinlich können die auch. Ja, Sklavenaufstand kann passieren. Okay, da kann ganz schön viel passieren. Aber ich mache die jetzt erstmal zu Soldaten. So, dann mache ich jetzt eine schöne Armee. Gib denen ein paar Waffen. Hä? Ach so, die Waffen sind zerstört jetzt gewesen, oder was? Dann sage ich Create. Und dann sage ich, guck mal, die rücken geradeaus. Greifen wir hier mal an.
Halle ausrauben? Nee, aber ich werde schon angreifen. Kann ich nicht angreifen? Oder ist es das hier? Kidnapping a Lord? Ich mach mal die Halle ausrauben. Und dann wähle ich einen Lord aus. Na gut, dann vielleicht das Dorf hier fertig machen. Raid the village. Perfekt. As a vessel, you don't not have the authority to interact with this object. Ich bin sein Vasall? Guck mal, hier ist eine Krone oben drauf. Ach, wir gehören alle zu ihm, oder was? Und ich kann die nur so intrigisch quasi... Ach so. Army Recruit. Was ist das da? 7 Banditen. Okay, verstehe. Das heißt, er hier. Okay. Das wurde im Tutorial, glaube ich, da wurde gar nicht drauf angegangen, oder? Aha. Okay, aber ich könnte jetzt hier beispielsweise die Banditen angreifen. Aber so wie ich es verstanden habe... Oh, Leute, was wird denn da? Hä? Bran ist krank, Alter. Kommt ins Bett. Heftig. Okay. Das ist ja ein ganz neues, eine ganz neue Ebene, die hier gerade aufgeht. Das heißt, ich muss mich mit dem wahrscheinlich gut stellen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ey, wir haben jetzt nochmal ein bisschen reingeschaut. Noch ein paar Erkenntnisse gesammelt. Ich glaube, bin ja aber auch ehrlich, das ist ein Game, wo ich mich mal in Ruhe mit auseinandersetzen würde. Alles in Ruhe durchlesen würde. Ihr könnt es natürlich auch tun. Das Spiel ist... Die Demos for free. Gibt es ein Release-Datum? Bald verfügbar. Aber die schicken hier auf jeden Fall Updates raus. Es gibt einen Discord. Und ja, ich glaube, das wird insane, das Spiel. Das wird sehr, sehr nice, wenn das rauskommt. Ja. Ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi.